wenn man gegenüber den Eltern zweideutig spricht, um nicht auf sie hören zu müssen. Es kommt darauf an, denn nicht in allen Angelegenheiten musst du auf deine Eltern hören. Es gibt Angelegenheiten, in denen musst du auf deine Eltern hören. Und es gibt Angelegenheiten, in denen musst du nicht auf deine Eltern hören. Alles, was ihr Leben betrifft und ihre Angelegenheiten betrifft, so musst du auf deine Eltern hören. Und das machen, was sie dir anbefehlen, solange das natürlich keine Sünde ist. Das heißt, deine Eltern sagen dir, mach die Wohnung sauber. Das musst du machen. Geh einkaufen, das musst du machen. Trag den Müll runter, das musst du machen. Und so weiter, weil das sind Sachen, die sie betreffen. Aber zum Beispiel, deine Eltern sagen dir, zieh nicht das rote Kleidungsstück an, sondern das blaue. Und zieh nicht diese Jacke an, sondern die, weil die gefällt mir mehr. Musst du hier auf deine Eltern hören? Und sündigst du, wenn du nicht auf sie hörst? Natürlich nicht. Weil das sind Angelegenheiten, die dich betreffen. Und nicht deine Eltern. Aber natürlich, wenn eine Person hier auf ihre Eltern hört, ist das natürlich eine gute Sache, für die sie auch belohnt wird. Und natürlich in den Angelegenheiten, wo sie auf ihre Eltern hören muss, darf sie natürlich nicht zweideutig reden, um sozusagen dieser Pflicht zu entkommen. Ja, da kiran al-ashab, komm mutadiban, ja.